So, ein herzliches Willkommen zu Lauf 1 der IndyCar iRacing Series. Ja, IndyCar iRacing Series Season Start. In Real sind sie ja in St. Petersburg am Sonntag. Ja, wir starten in Sebring, da es in iRacing die Strecke von St. Petersburg nicht gibt. Ja. Ja, wir sind im Top-Split. Es gibt anscheinend, so wie es aussieht, 3 oder 4 Splits. Ja, der Dennis ist leider nicht bei mir. Ich schätze, der ist im Split Nummer 2. Ja, SOF von 3,6K, also ein sehr, sehr starker Split. Sehr, sehr stark. Ja, ein paar Deutsche haben wir hier. Ich bin von den Deutschen der Beste vom Rating her. Ja, schauen wir mal. Guck mal. Ja, gehen wir ins Quali. Ja, wie gesagt, hier haben wir die Startnummer 8. It takes it's clear. All right, Matthias, we've got 2 laps to set a decent time. So, aber Start Nummer 8, da sollte man eigentlich schön Rating machen. Sofern wir vorne irgendwo ins Ziel kommen. Ja, Sebring halt eine enorm bumpy Strecke. Thank you.
So, letzte Runde. P12. That lap time was 140.3. Okay, Matthias, your water temperature looks quite high. New fastest lap for Wanda, 139.7. P14, you're now 0.5 off the pace. Ja, die erste Runde war nicht so optimal. Ne, 38, alles klar. So. Your engine temperatures are now back to normal. Ja, schauen wir, jetzt sind wir 14. Ja, das merkt man, dass es hier ein sehr, sehr starker Split ist. Ja, gehen wir von P14 aus ins Rennen. Aber gucken wir mal. That's the end of the session, 14th. Wie viel sind wir? 25. I'm still baffled by the fact that you, Will, and U-Train got 38. I'm baffled. Really baffled. Ja, dann von dem her gucken wir mal. Der Cesare Manzato, mein Freund aus der vergangenen iRacing Season, mit dem bin ich glaube 2. The thing is, it's great that Satellite got a pole position, but I just wish they could perform unlike they did at SEO, which is a totally different story in this track. Bin ich glaube ich 2 oder 3 Mal aneinander geraten. When I'm not getting caught up in the open. Drama just yet. I'm still a baby around these parts. So, wir haben hier eine komplette Pace-Lap. Good luck, guys. No, don't worry, this is not fixed.
So, and alle sind so auf den Reds unterwegs, dann bin ich Good mal gespannt. Afternoon, everybody. Hope you're doing well today. P14. The track temp is 39. The air temp is 23 Celsius. Follow car number 21 in the right column. Ja, bin ich mal gespannt. Ich denke, da knallt's auch das ein oder andere Mal. Guys, sorry, this is my first one of these. Do we need to use both tire compounds? So, I'm pretty sure only for this... Catch up to car number 21. No. For this one, no. For everyone after this, supposedly, we will. Okay, thank you. Oh cool, I would have had it right. Nice. Proud of you. As long as they decide to actually, like, do what they say they're gonna do. Like, they don't run into any problems trying to implement it or anything. Rashad, you have to remember, this is iRacing, so if it fixes or works, there's a good chance that something else is broken. The birds will reappear. You need to close the gap to the guy ahead. At oval. Hey man, everything can happen. And I can say this because Newton's not on the split today. Ja, morgen werden wir das zweite Rennen fahren. Mal schauen, dass wir das Quali ein bisschen besser hinkriegen. Ja, long race, long championship. Good luck, everyone. Good luck, everybody. May the Lord be with Jesus protect you all. Alright, Matthias, be ready. Watch for the lights. Green, green, green. On the right. Your right side is clear. Incident in turn one. There's a car on your right. Turn one has a little good for me. Hold your line. He's still there. He's still there. Still there. Still there. Hold your line. We're clear on the right. You got a car on your right. Still there. We are clear on the right. On the right. We're clear on the right. Car right.
Hold your line. Clear on the right side. Car on your right. He's still there. Hold that line. Hey. Right side's clear. Yellow flag. Watch out. There's an incident in tower. Box in 300 meters. It's fine, you got loads. Oh man, that's fucking the guy. Box in 5, 4, 3, 2, 1. Box now. Like you're clear on the pit exit. There's an incident in turn 5. Zum Glück nur der Spoiler abgefahren. If you want to go through, just let me know. I'm just trying to hang back and enjoy. The leader has just done a 141.0. Water temperature looks quite high.
Here I am, I'm lifting. Ja, ich kann halt einfach nur so rumdümpeln da und schauen, dass wir irgendwie von Unfällen profitieren. Ist halt schon wieder Rennen zum Vergessen. Auftakt zum Vergessen. Last lap time was 141.6. Ich sag zum Glück nur Spoiler kaputt gewesen und nicht irgendwie Radaufhängung. Auto läuft auf alle Fälle wieder.
22nd place. Was für ihn? Bekomme ich Lux-Verkäufe. Nach vorne auch nicht wirklich hier, das ist nichts passiert. Da kommen wir als 22. ins Ziel. Aber schauen wir. Ah, noch ein paar Runden. Okay, Matthias, the next car is Miller. That lap was at 142.7. Alle 84 Euro den Punkt, der ja so Mist. Also mal noch mehr anschauen. Keine Ahnung, was der dabei gedacht hat. On our box. There's an incident in turn one. It looks like it's Bauman. Okay, P16, P18. P19. Ja, wie gesagt, da kann man so glücklich schätzen, dass bloß der Frontspoiler abknickt ist. Wenn die Radaufhängung abgewehrt war. Beigern. Na, was wird echt hoffen? Da ist irgendwas was passiert. Okay, Matthias, you've got about 4 laps of fuel left. Your lap time was 142.5.
Ja, ist auch mal ein bisschen was passiert. Da ist Top 15 schon noch drin. Okay, Matthias, your water and your oil are both looking pretty hot right now. Try and take it easy. You've got about 3 laps of fuel left. Your lap times are pretty consistent. Two laps of fuel remaining. You've just done a 142.8. You've only got enough fuel for this lap. In this lap, box this lap, please, Matthias. P19. Alter.
The guy in front is Miller. Miller, ahead is pitting. Watch your speed limit in the pits. The pit lane speed limit is 72 kilometers per hour. Box in 300 meters. We'll need to stop again. Box in 5, 4, 3, 2, 1. Box now. Pit exit's clear. Don't cross the white line. Ridiculously inconsiderate. Yeah. Screwed up my next lap. The grip. It was weird. The leader is pitting now. Crane is now in the lead. Okay, Matthias, you're gaining on the car in front. The gap's now 14 seconds. That's the fastest lap of the race. You've just done a 141.1. Get out of the way. He won't. Yeah, he just knocked me off.
Fastest lap for Crane, 140.4. You're reeling this car in. The gap's now 12 seconds. They're slow into turn 5. That was a 141.8. Alec, c'est fixé. Gap ahead is now 11 seconds.
Okay, Matthias, you're gaining on the guy in front. The gap is 9.0. Incident in Le Mans. Yellow flag. Es war P18. Okay, Matthias, don't think about the lap times, just hit each and every apex. P18, your lap time was at 142.6. Ich bin schneller wie der Olli da vor mir. Pulling away. The gap behind is now 7.2 seconds. Alright, Matthias, half distance. We think about 5 laps remaining on this tank. That's not my answer.
the gap to Miller in front is now 10.0. That lap time was 142.5. That's good consistency, keep it up. We estimate 4 laps fuel remaining. Sectors 1 and 3 are 0.3 off the pace. Sector 2 is 0.4 off the pace. Okay, Matthias, you're reeling Miller in. The gap is now 9.0. He's slow into sunset. Genau, 3, noch ein bisschen was wir noch raussparen. Wenn wir Luft haben dann. 3 laps of fuel remaining. That was 142.5. Oh, kein Auftakt nach Plan, sagen wir es mal so. Oh, okay. Ah, direkt in der ersten Runde Unfall gehabt. Oh, das hört sich nicht gut an. Hallo Stefan. Na, Nabend. Ach, Stefan ist auch da. Nabend. Ich hab dir die ganze Zeit im The Gap to Miller ahead is now 8.8. Ja, läuft schon wieder nicht nach Plan. Hallo. Ich sehe mich schon wieder nicht.
Only two laps of fuel left. You've just done a 142.7. Ein SOF von 3,6 haben wir. Gesundheit. The gap to Miller ahead is now 7.6 seconds. This is the last lap of fuel. Come into the pits at the end of this lap. Box this lap. Liters remaining. Hehe. Ich bin schon gespannt. Miller in front is pitting. Scheibe. All right, Matthias. There's a car exiting the pits. Heads up. What's your speed limit in the pits? I think we'll need to stop again. Ah, so we're going to rush one number in a little. 5, 4, 3, 2, 1. Box now. Car approaching. Don't cross the white line. Is it what? Scheiße. Nein.
You're reeling. Miller, in. The gap is 5.3 seconds. Isn't this... Lead car's pitting. The gap to Miller ahead is now 3.4 seconds. Sector 1 is 0.4 off the pace. Ja, ich bin ja gerade am... Das Overlay-Paket ist da und mal gerade am gucken, ob ich das am besten so mache, dass ich das mit Stream-Elements in OBS hinzufüge, weil sonst ist mir das wahrscheinlich zu viel Leistung. Was ich nicht haben will. Theoretisch ist Modus nur das beste Bildformat gerade rausfinden. Größe. Ganz kurz mit in den anderen Kanal runter. Auch das. Du musst mir noch was erzählen. Ja, ich später, Matthias. Ja. Okay, Matthias, you're reeling. Miller in. The gap's now 0.5. That lap was a 141.3. Watch your right. Clear on the right side. Nice move, mate. So geht das. Aufhalten. Hat Zeit. The gap to Miller behind is increasing. It's now 1.4.
Schauen wir, vielleicht schießen sie die zwei da vorne ab. B17, that last lap was a 142.5. The leader has just done a 140.5. The gap in front is now 4.7 seconds. Tiefer als die Sonne. Beifahren die Sonne. Jetzt hat der Draht. Der Windschatten ein, kann man Sprit sparen. Ah, der ist auf die Blacks unterwegs. The gap in front is now 0.8.
you've just done a 142.5. That lap was a 143.2. Gap to Miller behind is increasing. It's now 6.9 seconds. Come on, Matthias. Nicely done. Don't be intimidated. Keep him behind you. Sixteenth place. Your lap times are dropping off. Come on, you can do better than this. The track temperature is decreasing. It's now 36 Celsius.
Okay, Matthias. You got about 4 laps of fuel left. Sector 1 is 0.7 off the pace. Sector 2 is 0.4 off the pace. Sector 3 is 0.6 off the pace. The gap behind is now 0.8. Reeling white in. The gap is 0.8. We estimate 3 laps of fuel left. You got a car on your left side. Your left is clear. Sweet pass, mate. Use all the track. Force him to find the gap. He's faster than you. Entering Christensen, P15. You got a car on your right side. Right side is clear. 2 laps remaining. Only 2 more laps of fuel. Your last lap time was at 142.8. The gap to white behind is increasing. It's now 0.9.
So, letzte Runde. Last lap. We think you'll be out of fuel on the next lap. Congrats, Will. Good race, everybody. Yeah, good race. Good race. Thank you, David. This is a good race. Wow! Well, good race. Two liters left. P15, that's the end of the race. Bad luck, mate. I look forward to literally any race that wasn't this one. That was killer. Yeah. Good race, Doriano, and das war dann das erste IndyCar iRacing Series Rennen aus Sebring. Naja, lief jetzt nicht so nach Plan, aber am Ende kann man sagen, war es noch Schadensbegrenzung mit P15. Wir sind immerhin in den Top 15. Sehr starker Split, 3,6K. Ja, aufgrund der Unfälle denke ich, wäre es ein Top 10 Ergebnis auf alle Fälle gewesen oder geworden. Naja. Jetzt ist es halt P15 Head, aber am Anfang, ja, sage ich mal, deutlich schlimmer sein können, schlimmer ausgehen können. Von dem her, glaube ich, können wir mit einem weinenden und einem lachenden Auge aus dem Rennen rausgehen. Ja, wo schmeiße ich euch rüber? Wer ist online? Ich hau euch mal. Wer ist zu einem Assetto Corsa-Fahrer? Zum Corvino schmeiße ich euch rüber. Ja, und wir sehen uns. Hallo. Was ist jetzt? Was ist jetzt? Was spinnt denn das jetzt hier? Corvino Streaming. So, irgendwie funktioniert das jetzt hier nicht. Warum auch immer. Corvino. Ja, warum funktioniert das jetzt nicht? Probieren wir es nochmal. Right, Corvino. Streaming. Ungültiger, okay. Dann schmeiße ich euch
zur Sarah rüber. Ich hoffe, das funktioniert. Wenn das auch nicht geht, dann lassen wir es. Ja. Okay, funktioniert. Na, keine Ahnung, was hier schon wieder spinnt. Dann lassen wir es. Dann machen wir kein Raid. Ja, wir sehen uns, wenn ihr wollt, morgen 14 Uhr zum zweiten Indycar-Rennen. Ich hoffe, das funktioniert dann besser. Ansonsten ja, schauen wir, ob es hier geht. Nee. Okay, egal, dann machen wir kein Raid. Funktioniert irgendwie nicht. Auch wurscht. Wie gesagt, morgen 14 Uhr das zweite Rennen aus Sebring. Ich hoffe, das läuft dann da besser. Und würde mich freuen, wenn ihr da auch wieder einschaltet. In diesem Sinne, ich wünsche euch was. Servus, für Gott und Ade.